Genau, jetzt geht noch. So, Aufzeichnung läuft. Okay. Ja, hallo zusammen, schönen guten Abend zusammen. Wir haben uns wieder einmal zusammen getroffen und zwar, ich habe mir gedacht, dass das Thema, wie werde ich eigentlich Illustrator, vielleicht ganz interessant sein sollte, weil als ich da vor ein paar Jahren so den Entschluss gefasst habe, ja, also super Idee eigentlich und ja, aber wie fange ich das an? Studiert man da? Geht man an die Kunstschule oder naja, was auch immer, da stellt man sich viele Fragen und tatsächlich gibt es sehr viele Möglichkeiten, da hinzukommen und ich glaube mal, die meisten von uns, wenn nicht alle, machen auch noch andere Sachen außer Illustrationen, weil ich glaube, das geht so Hand in Hand mit anderen Sachen, sage ich mal, vor allem kreativen Sachen. Und bevor sich jemand wundert, ich habe nicht einen auf die Mappe gekriegt, das ist so der Überrest eines fiesen Herpespickels. Ja, ja. Und dann dachte ich mal, ja, wie sind wir eigentlich dazu gekommen, zu dem, was wir da jetzt aktuell machen? In meinem Fall war es tatsächlich so, ich habe studiert an der Uni in Düsseldorf, allerdings nichts Kreatives, ich habe tatsächlich Biologie studiert. Und im Laufe des Studiums hat sich so ergeben, dass ich mich zwar sehr für das Thema interessiere, aber kein besonderes Talent habe für Chemie und Mathematik. Und ich dann halt zunehmend unglücklicher wurde mit dem Studium und dann in der Zeitung blätterte, ich glaube, es war die Kolibri sogar, und eine Anzeige gesehen habe für eine private Kunstschule. Man muss noch dazu sagen, ich habe, bevor ich das Biologiestudium angefangen habe, habe ich tatsächlich versucht, in ein künstlerisches Studium zu kommen. Ich glaube, wie hieß das? Weil irgendwie so Illustrationsstudium gab es da nicht oder habe ich nicht gesehen. Also es hieß, glaube ich, war so ein ganz einfacher Studiengang, Grafikdesign oder Mediengestaltung, irgendwie sowas, ich weiß es nicht mehr. Na, auf jeden Fall musste man da mit einer Mappe antanzen und die vorzeigen und es gab irgendwie 10 Studienplätze und ich, ahnungslos wie nix mit meinen Hobby-Mal-Dingern, keine Chance. Ne? Also ich kam da natürlich nicht rein, so im Nachhinein, wenn ich mir überlege, was ich da abgegeben habe, denke ich mir, ja. Ne? Okay, ja, und dann bin ich halt zum Biologiestudium gekommen, weil das meine zweite Leidenschaft war quasi. Und wie gesagt, dann habe ich die Anzeige gesehen von einer privaten Kunstschule in Bochum, der IBKK. Ja, und dann habe ich mich da angemeldet und so habe ich zumindest den Björn und den Oliver kennengelernt als Dozenten und jetzt auch als Freunde und Messe- und Convention-Partner. Das mal jetzt so ganz grob zusammen. Ja. Ich habe mich im Nachhinein dazu geschlichen. Ja, man lernt ja unheimlich viele Leute kennen, ne? So auf Conventions und Veranstaltungen. Das ist ja eine tolle Geschichte. So lernt man auch viele Erfahrungen und die Storys von anderen Leuten kennen. Ne? Ja, wie war das? Wie war das denn bei dir, Marlene? Ich meine, du machst ja jetzt nicht nur Illustration, verrate ich. Ja, ich meine, ich habe auch nichts gelernt in die Richtung. Also bei mir ging das ja alles ziemlich, ich weiß nicht, fließend ineinander über, weil ich habe, was haben wir jetzt, 2019, 2016 habe ich Abi gemacht. Also ich bin jetzt 3 Jahre ein bisschen aus der Schule raus. Also ja, also eigentlich wollte ich studieren, weil man sollte ja studieren und so weiter und so fort. Also habe ich halt auch gedacht, ich mache vielleicht erstmal einen kreativen Studiengang. Und ich hatte mich, glaube ich, ich war zur Mappenberatung gewesen in Düsseldorf zum, was war das noch? Ich glaube, das war, glaube ich, nur Kommunikationsdesign gewesen oder sowas, weil ich irgendwas gesucht habe, was irgendwie praktisch anwendbar ist. Und Illustration hatte ich tatsächlich irgendwie keine Lust. Das hatte mich irgendwie nicht gereizt, weil ich habe halt gedacht, wenn, also Illustration und sowas, das habe ich ja schon selber gemacht. Und ich habe gedacht, wenn ich dann was lerne, dann würde ich halt nur lernen wollen, wie verkaufe ich das den Leuten, wie kann ich mich verkaufen und so weiter. Lief halt darauf hinaus, dass ich mich für die Mappe da angemeldet hatte und die Aufgabe bekommen habe und absolut nichts produziert habe dafür. Absolut gar nichts. Ich glaube, das Thema war Grenzen und Übergänge und dann habe ich es einfach zugemacht und dachte mir, ist mir jetzt egal. Und ich glaube, damit war das Thema dann eigentlich auch gegessen, weil ich habe dann, also ich bin auch so ein bisschen so, wenn das jetzt von jetzt auf gleich nicht nichts wird, dann wird das auch später nichts. Also wenn ich mich jetzt nicht sofort hinsetze und diese Mappe zeichne, dann kann ich das auch vergessen, weil dann wird sie nicht gut. Ja, ich meine, stattdessen bin ich dann ja gleichzeitig, nee, das war noch davor, da hatte ich noch während meiner Schulzeit vor dem Abi in den Ferien ein Praktikum in einem Tattoo-Studio gemacht, um da mal reinzuschnuppern.
Und da haben die halt, während ich dann noch in der Schule war, haben die halt gesagt, hey, willst du bei uns arbeiten? Also ich meine, im Nachhinein habe ich dann gemerkt, war vielleicht nicht so cool, weil die halt scharf darauf waren, dass ich was zeichnen konnte und ich keine Ahnung vom Leben hatte. Aber dadurch bin ich halt da so ohne Ausbildung, ohne sonst was, da so ein bisschen reingerutscht. Ja. Ja. Und dabei ist es bisher, glaube ich, geblieben. Also ich will vielleicht noch irgendwas lernen, studieren, sonst sowas, wenn ich Zeit habe dafür, weil ich meine, man kann nie auslernen, aber so, es läuft auch ohne. Das ist, ja, das ist wohl wahr, das stimmt. Ja, so. Also ich habe auch nur 3 Jahre Story dazu zu erzählen, wenn überhaupt. Also genau. Und wen hatte ich denn eigentlich von euch? Ich glaube, bei euch bin ich irgendwie reingerutscht, weil ich vor... Das war doch 2016 bei Oliver auf der Comic-Con, oder? Die zweite Comic-Con. War die 16 gewesen oder? Nee, 17. 17, glaube ich schon. Da haben wir was bei dir gekauft. Richtig, ja. Und im nächsten Jahr saßen wir gegenüber. Genau. Und du konntest dich daran erinnern. Oder tatest so, als konntest du dich daran erinnern, Mich immer. dass wir was bei dir gekauft haben. Ja. Das war dann schon, das ist dann schon ganz cool, wenn man da zum ersten Mal dann da ankommt und irgendwie, das war die erste große Con für mich gewesen, wenn man dann das Gefühl hat, hey, das ist irgendwie alles eine Familie, wir haben alle die gleichen Probleme, wir haben alle, ja, wir finden das alle nicht so toll, wie es auf der Con läuft, wir sind alle müde und so weiter, also dass man da wirklich nicht alleine ist. Deswegen, ich sage auch allen immer, Leute, geht raus, geht vor die Tür, lernt neue Leute kennen, sonst, wenn ihr dann einsam in eurem Kämmerchen hockt, das bringt niemanden weiter, ihr lernt niemanden kennen, euch hilft niemand. Genauso, wieso sollte ich nicht jemandem dabei helfen, der dann neben mir sitzt und keine Ahnung davon hat? Also, das verstehe ich auch in die andere Richtung nicht. Also, ja, und irgendwie sitze ich jetzt gerade mit den Leuten hier im Videochat, die ich damals total toll fand. Ja, aber es ist tatsächlich, wie du gerade sagtest, wie du gerade schon gesagt hast, also man kann an das Ziel kommen, Illustrator zu werden, kann man kommen, entweder ohne Kunstschule oder mit Kunstschule, aber man schafft es halt niemals, wenn man nicht rausgeht, ne? Also wer zu Hause für sich selber aus Spaß malt, wird damit halt auch niemals in irgendeiner Art und Weise irgendwo hinkommen können, ne? Also das ist schon mal ganz klar. Ja, finde ich, habe das Thema gut zusammengefasst und das Entschuldigung. Ja, da gibt es natürlich noch mehr Aspekte zu. Meine kurze Story wurde gerade ein bisschen lang. Das ist gut. Björn, wenn du schon dabei bist, dann erzähl mal aus dem Nähkästchen. Ja, Oder so. ich habe Maler und Lackierer gelernt, weil ich unbedingt was mit Malen machen wollte. Das ist interessant. Hab dann nach einem Jahr Lehre gemerkt, das hat gar nichts mit Malen zu tun. Hab die Lehre Nein. aber trotzdem fertig gemacht, weil irgendwas muss man ja in der Tasche haben, wie jetzt auch schon hieß immer. Ne? Ja, so heißt Und es. tatsächlich hat mir auch der Job schon sehr oft weitergeholfen, allein bei Wandmalereien oder sowas alles. Ne? Oder Disco-Umbauten habe ich auch schon gemacht, wo die Wände bemalt sind. Also da ist schon ganz praktisch, dass ich das mal gelernt habe. Aber ich würde nie wieder zurück wollen in den Beruf. Dafür war es mir zu unkreativ. Ja, das habe ich gemacht. Und dann war ich fertig damit und dachte, jetzt musst du irgendwas mit Kunst machen. So kann es nicht bleiben. Und habe mich an der Kunstschule in Arnhem beworben. Und bin, die haben gesagt, ja, ist nett, was du hier die Aufgaben, die wir dir gestellt haben, die hast du alle gut gelöst. Aber du hast ja gar kein Portfolio. Und ich gesagt, doch, hier sind drei, vier Bilder. Und wie gesagt, ja, drei, vier Bilder in 6 Jahren Zeit ist nicht wirklich genug, als dass wir dich nehmen würden. Also habe ich mich genommen. So also habe ich mich auch am IBKK beworben damals und habe da dann 2 Jahre Illustration studiert und habe dann im Anschluss habe ich mich in Zwolle beworben an der ATES, wo man auch Illustration studieren konnte, weil mir da schon klar war, also Illustration ist das Ding, was ich gerne machen möchte. Und ja, da haben die mich dann auch sofort genommen. Also da war dann kein Problem mehr, aber es ist natürlich logisch, wenn man 2 Jahre lang nichts anderes gemacht hat als malen. Und ich muss auch sagen, der große Unterschied zwischen, warum mehr wirklich gute Leute von der staatlichen Schule kommen als von der privaten Schule ist, weil die an der staatlichen Schule 100 Mal mehr Bewerber haben und davon einfach mal drei Viertel rausschmeißen, die nicht gebrauchen können. Darum ist natürlich der Durchschnitt,
ist besser, einfach weil die alle Leute sonst rausschmeißen. Ja. Aber ich glaube, lernen kann man an beiden Schulen so gesehen gleich viel. Also ich habe nicht gesehen, dass ich jetzt einen großen Vorteil an der einen Schule, also das heißt, man merkt, die staatlichen Schulen haben halt mehr Geld zur Verfügung. Das heißt, die stellen mehr Sachen zur Verfügung. Wir haben eine komplette Schreinerei in der Schule gehabt und ähnliche Sachen. Die kriegt man natürlich an der Privatkunstschule nicht. Aber die Dozenten sind meiner Meinung nach jetzt nicht viel schlechter. Dürfte ich eh nicht sagen, da ich ja selber auch als Dozent arbeite. Das ist ja jetzt nicht ganz wäre doof, wenn ich jetzt sagen würde, also wir sind schlecht, aber an der staatlichen. Nee. Aber sehe ich tatsächlich nicht so. Also ich denke, dass ich an der privaten genauso viel gelernt habe wie an der staatlichen. Der einzige Grund, warum ich damals nicht direkt danach angefangen habe mit Illustrationen, ist, weil ich noch nicht reif dafür war. Also ich habe selber gesehen, ich bin, wie alt war ich da, 21 oder 22? Und ich dachte, damit kann ich noch nichts anfangen. Also ich bin, sobald der erste Auftraggeber zu mir sagt, das sieht scheiße aus, im wahrsten Sinne des Wortes, dann breche ich heulend zusammen und höre auf. Also dachte ich mir, macht keinen Sinn, da kannst du lieber noch mal ein Studium dranhängen und bin dann 4 Jahre studieren gegangen, was mir auch echt nicht geschadet hat. Also die Ansätze an der staatlichen Schule waren dann wieder ganz andere als die an der Privatschule. Man lernt unterschiedliche Sachen und darum eigentlich muss man sich einfach gut informieren, was möchte ich gerne lernen und dementsprechend die Schule aussuchen. Auch die staatlichen Schulen sind alle sehr unterschiedlich von dem, was man lernen kann. Und man muss wirklich gucken, wo lerne ich das, was ich nutzen möchte. Ja. So, und dann bevor wir dann Olli vergessen, der ist auch noch drin. Jetzt habe ich schon so versteckt hier. Bevor schon, ich bin ein bisschen überrascht, dass wir schon direkt so in die Tiefe reinsteigen, aber ist ja super. Ja. Ja, genau. Nach dem anderen auch. Für mich gibt es nicht viel. Ich kann auch viel Geld. Wollte malen und das mache ich heute schon so eigentlich immer, jeden Tag. Also, ja, nee, gut, ein bisschen mehr muss ich doch erzählen. Ja, also mir geht es ähnlich wie Björn. Ich habe auch den Weg mit dem Maler Nakira eingeschlagen. Selbe Story. Ich glaube, das haben wir schon mal festgestellt. Ja, und allerdings bei mir waren es eher die Eltern, die so meinten, Junge, lern mal was Anständiges. Ne? Handwerk hat goldenen Boden. Ja. So ungefähr, naja, für einige Aspekte hat es auch gereicht. Aber ich habe dann halt auch irgendwann gemerkt, so nach verschiedenen, also dasselbe Problem wie bei anderen auch, Mappen, Bewerbungen und so in verschiedenen Schulen, also effektiv kam für mich eigentlich nur in Frage Sachen wie Leipzig. Da gab es so eine, oder gibt es immer noch hier diese Buchschule da, für Illustrationen und so weiter und Buchkunst. Die war natürlich, aber da war so eine Geschichte mit der Entfernung und so weiter. Und da fängst du ganz neu an. Das hat natürlich schon abgeschreckt. Dann Kassel hatte ich ins Auge gefasst. Effektiv beworben habe ich mich allerdings im Saarland, also an der HBK Saar. Und da gibt es auch noch eine spannende Anekdote zu, weil ich hatte halt auch mich dann wirklich hingesetzt und 2 Mappen gemacht und habe mich einmal für Grafikdesign und einmal für Illustration, also für Kunst, freie Kunst beworben. Ich wollte beides machen. So, letzten Endes der Grund, warum sie mich dann nicht genommen haben, war, weil sie gesagt haben, ich sollte mich entscheiden, weil beides geht nicht. Okay. Ich bin dann so gedacht, so, hallo? Ich meine, auch aber beides, um davon leben zu können. Wie soll das denn funktionieren? Wie stellt ihr euch das denn vor? Die einen gehen raus und wissen alles und über das und die anderen gehen raus und wissen alles über das und wo ist der Mittelweg? Also es ist mir nicht eingeleuchtet. Und bei IBKK habe ich dann für mich die Chance gesehen, oh, guck mal da kannst du genau das machen, was du willst. Und das habe ich dann auch gemacht. Also ja, aber das war dann halt auch nebenberuflich. Von daher war es schon gut, dass ich da meine Ausbildung hatte, weil ich habe dann lange Zeit auch als Maler noch gearbeitet, aber ich habe eigentlich alles schon gemacht. Also ich habe schon Paletten gestapelt, Handys gewappt, auch wenn keiner mehr weiß, was das heute heißt. Aber keine Ahnung, Lager geräumt, was man so alles macht neben dem Studium. Und bis zum Schluss, bis ich hier bei Volvo gearbeitet habe, Construction Equipment, und dort halt auch als Lackierer im Finish gearbeitet habe. Das heißt, dort habe ich
alles mitgemacht. Das fand ich für mich mittlerweile noch eine bereichernde Erfahrung, weil dort bin ich auch teilweise auf Messen mitgefahren, wie zum Beispiel hier eine Bauma, das ist eine große Baumaschinenmesse in München. Und dort ist es so, man muss sich das so vorstellen, da setzen sich Leute mit Krawatten in irgendwelche großen Radlader rein, setzen sich da rein und machen ein bisschen Brummbrumm. Oh, das ist super, das gefällt mir. Kaufen wir 20 Stück. Ja, also und dafür muss das Ding einfach schön auf Vordermann gebracht werden, toll aussehen, mit Hochglanz poliert werden. Wenn da kleine Pizzen drin sind, die müssen ausgebessert werden. Also Messebau habe ich da gelernt, Sachen zu präsentieren habe ich dort gelernt, Lackieren habe ich dort gelernt, was mir heute bei meiner Leinwandproduktion hilft. Ja, also so mal eben alles zusammengefasst. Ja. Schon erstaunlich, ne? Wie viele Wege dann so dahin führen. Gibt's ja, und Umwege. Umwege. Ja, aber ja. Das Witzige ist dabei, also mir war es eigentlich schon klar, also ich meine, deshalb ließ die Leistung bei mir auch nach, weil ich schon, ich glaube, im 7. oder 8. Schuljahr schon wusste, naja, irgendwann machst du eben mit Kunst deinen Lebensweg, also was soll ich mir jetzt noch anstrengen? Also entweder machst du Comiczeichner, Tätowierer oder Illustrator. Die drei Sachen gab es für mich eigentlich. Was haben wir hier? Ich musste auch immer am Ende des Jahres alle Schulbücher bezahlen, die man ja geliehen bekommt von der Schule, weil die alle komplett vollgemalt waren. Also, das war mir bekannt. Ja. Und das ist auch tatsächlich, immer wieder werde ich auch gefragt, auch auf Messen, wie lange machst du das jetzt schon? Mhm. Und da gibt es eigentlich keine Antwort drauf, weil eigentlich habe ich damit ja schon im Kindergarten angefangen und habe seitdem nicht mehr aufgehört zu malen. Ja. Und ich glaube, da hat jedes Kind hat im Kindergarten angefangen und die meisten hören halt irgendwann auf. Und ich glaube, die, die nie aufhören, sind dann diejenigen, die damit später auch was anfangen können. Aber Ja. Deshalb sage ich auch immer, wenn dann diese Frage kommt, ne, na ja, ich habe da nur eine ganz langweilige Antwort drauf. Ich habe einfach nie aufgehört. Ja. Aber irgendwann im Leben trifft man dann die Entscheidung, ich möchte das mal beruflich machen oder ich möchte das mein ganzes Leben machen oder... Das ist dann halt der Unterschied, ne? Ja. Und man sollte es dann auch tun, ne? Ja. Und nicht nur ich möchte. Ja. Wobei ich auch sage, Leute, ich kenne auch Leute, die sehr gut sind. Entschuldigung. Ja. Ich wollte das gerade anknüpfen, weil das vielleicht noch zu der Geschichte passt. Ja. Als ich halt eben da auch noch bei Volvo, also wie es dazu kam bei mir mit dem Abbruch, weil meine Stelle bei Volvo war halt zeitlich begrenzt, weil es nur Jahresvertrag war. Und das war leider zu dem Zeitpunkt, als diese Baukrise, Finanzkrise halt eben da so, also 2009 war das so rum. Und ich hatte aber glücklicherweise in dem Jahr schon Buchaufträge gehabt, also das heißt so Coveraufträge gehabt. Und zwar einen über eine Agentur aus München für Klett-Cotta und das andere war für Pieper. Und das war halt für mich der Einstieg. Und aufgrund dieser zwei Cover habe ich mich in dem Jahr entschieden zu sagen, komm, wenn das jetzt eh nichts mehr wird hier, dann machst du dich halt selbstständig und probierst mal dein Glück. So, das war das, wo ich gesagt habe, okay, du machst es halt mal beruflich. Kann man machen, mit zwei Aufträgen. Wir haben mutig. Da war das schon ein bisschen blauäugig, ne? Aber hätte ich es nicht gemacht, ich glaube, ich wäre heute nicht da, wo ich jetzt bin. Ja. Irgendwo muss man ja mal anfangen. Ja. Genau. Hat ja funktioniert. Und es gab ja da noch diesen Existenzgründungszuschuss, also ich habe mir gedacht, naja gut, also wenn du es 9 Monate schaffst, dann schaffst du es auch länger. Ja. Das war so das Thema halt. Ne? Dafür war ich zu früh dabei, den habe ich dann nicht mehr bekommen, weil ich bin ja, ich hatte ja mit Existenzgründung und sowas, das hatte ich ja nebenbei in der Schule gehabt und ich glaube, ich war da dann aus der Zeit, um den Zuschuss zu bekommen, zu lange selbstständig schon gewesen, obwohl ich dabei in der Schule war. Ach, war ja. Ja, okay, also war jetzt nicht... War jetzt natürlich dann bei mir ein bisschen glücklich dann mit dem Zeitpunkt, weil ich dann ja quasi, ich habe ja dann ja noch bei meiner Mutter gewohnt nach der Schule und habe danach während der Schulzeit ja, also dann war ja Auftragsarbeit ein bisschen wichtiger als Abitur, ne? Ja. Also. Mit Eltern sieht das ja mal ein bisschen anders, ne? Mhm.
Also ich hatte auch zwischendurch Studium angefangen, das habe ich gerade gar nicht erwähnt. Also ich hatte auch jetzt nebenbei, als ich da auch mit dem Tätowieren mehr angefangen habe, habe ich auch ein Fernstudium angefangen in Psychologie, weil wahrscheinlich wie bei dir mit Bio da, dass das andere wäre, was in eine ganz andere Richtung geht, so als Ausgleich. Aber ich habe das dann auch im Fernstudium, also ich fand das total super, das würde ich auch total gerne wieder machen, aber nicht mit dem Ziel, ich will da was draus machen, sondern ich würde das gerne lernen. Aber naja, das war mein Plan B und Plan A hat gut funktioniert, also ja. Tada, Plan A. Ja. Du wolltest noch was sagen, Jan? Du hattest ja vorhin... Ja, oder das habe ich schon lange wieder vergessen, dann weiß ich. Ich glaube, das war doch auf mein, man muss es dann auch tun, oder? Ja, genau. Das war darauf bezogen, dass ich auch Leute kenne, die sehr gut auch als Illustratoren hätten weiterleben können, die es nicht gemacht haben, weil sie eben nicht ihr Hobby kaputt machen wollen, indem sie daran Beruf draus machen. Und kann ich auch nachvollziehen. Also es gibt immer die Tage, wo man keine Lust hat, jetzt gerade diesen Auftrag fertig machen zu müssen. Also und ich glaube, da kennt auch jeder, wo man dann halt, gerade wenn man selbstständig ist, ist oft auch schwierig, wo man dann denkt, ach, Staubsaugen könnte ich heute auch ganz gut. Das sieht aus, als ob das mal wieder passieren könnte. Mhm. Könige der Prokrastination. Ja. Aber das macht man produktiv im Haushalt. Ja. Und noch viel öfter ist dann halt, oder viel öfter ist dann halt noch die, man hat noch die Idee im Kopf, die man gerne umsetzen will oder die, und da hat man gar keine Zeit für, wenn man jetzt einen Auftrag macht. Ja, das ist tatsächlich, kann ich mir vorstellen, dass es für manche dann doch echt so frustrierend ist, dass sie damit wieder aufhören. Aber ich mag es an sich, mache ich gerne Aufträge, darum geht's, aber ja. Manchmal nervt es auch, ne? Das ist halt auch Arbeit, ne? Ja, ist halt auch Arbeit. Ja, das denke ich, ist doch in jedem, also keine Ahnung, ich habe noch keinen anderen Job ausprobiert, aber denke ich mir, ist es doch in einem anderen Job eigentlich genauso. Ja. Nur, dass du dann den Bonus hast, dass das, was wenn du mal einen blöden Auftrag hast, dann kann dir der nächste wieder Spaß machen. Wenn du insgesamt einen Job machst, der dir keinen Bock hat, dann bringt der nächste dann auch nichts. Ja, aber da hast du einen Chef hinter dir stehen, der sagt, ja, mach jetzt. Okay, ja. Ja. Ob das besser ist, weiß ich nicht. Weiß ich doch typ abhängig, nicht. Denke ich, ja. Ja. Also mit Chef hat das bei mir auch nichts gebracht, mit mach jetzt. Also die ersten. Doch, das hat bei mir dann gebracht, dass ich dann irgendwann Chef gesagt habe, nee, mach deinen Scheiß alleine. Auf die Dauer nicht so gut. Nee. Nee, aber was du schon sagtest, Björn, das ist ja auch durchaus legitim, wenn man sagt, ich möchte die Kunst machen, der Kunst halber, aber Illustration ist ja tatsächlich ein Beruf, wo du tatsächlich Bilder für andere machst, die halt was kommunizieren möchten. Also das ist so die Grundidee. Ne? Der Kunde muss irgendetwas oder möchte irgendetwas ausdrucken, drücken. Durch Ausdrucken auch. durch Bilder halt, und dazu braucht er den Illustrator. Ne? Naja, klar. Und das andere ist ja auch total legitim. Ne? Man kann sich auch so einen easy, netten Job anschaffen und dann abends halt malen und Bob Ross gucken oder so. Genau. Und die allerwenigsten, die gibt es natürlich auch, die machen einfach nur das, wo sie Lust drauf haben und kriegen da trotzdem Geld für. Aber soll es geben. Ich arbeite dran. Oder ist aber auch Arbeit. Ist auch Arbeit, ja. Es wird, ich denke auch, alles wird zur Arbeit, sobald man eine Verpflichtung da irgendwo drin hat. Ne? Also das ist... Ja, genau. Ja, ja, das muss man auch verstehen, wenn jemand sagt, nee, ich will das nicht. Und ich habe es aber auch an verschiedenen Stellen schon erfahren. Es ist auch so, je nachdem, ich meine, zu meinen Hochzeiten habe ich, glaube ich, 8 Auftragsarbeiten gleichzeitig gemacht. Ja. Und dann setzt du dich abends noch dran und malst noch deine eigenen Sachen, weil man ja sonst nichts zu tun hat. Ja. Ich meine, mit 20 hast du die Energie noch. Ich habe mittlerweile keine Ahnung mehr, wie ich das damals hingekriegt habe. Ich schaff's einfach nicht mehr. Aber gut. Ne? Aber ich kann es dann auch verstehen, wenn man sagt dann so, nee, ich möchte einfach, wenn ich was mache, will ich das nur für mich machen. Das muss auch keiner sehen. Oder ne? Aber muss man auch respektieren dann. Ja, ja, klar. Auf jeden Fall. Und das ist genau das, was du gerade sagst, mit 8 Aufträgen gleichzeitig. Ich kenne das ja auch. Ich weiß nicht, ob ich 8 gleichzeitig hatte, aber es geht in eine ähnliche Richtung. Ne? Also so, dass man dann halt auch mal sagt,
Och, ist schon wieder Sonntag, ne? Ja. Da mache ich den auch nochmal eben. Ich schon durch, wieder so ja, also das gehört, glaube ich, ein Stück weit dazu. Dafür hat man dann wieder Phasen, wo man halt wenig zu tun hat. Und man muss die halt auch kompensieren mit den Phasen, wo man viel zu tun hat. Also da bleibt einem dann auch nichts anderes übrig, als mehr zu arbeiten. Ja. Und das ist, glaube ich, was, worauf dann auch viele, die Kunst studieren und so, überhaupt nicht vorbereitet sind. Weil die ja. kennen halt, du musst deine 30 Arbeiten zusammen haben, Ende vom Semester. Mhm. Dann ist schon, oh Gott, 30 Arbeiten, wie soll ich das schaffen? Ja, geht irgendwie, kann ich schon mal sagen. Ja, aber da ist tatsächlich oft einfach, man wird danach auch dann, also ich weiß noch den ersten Auftrag, den ich gemacht habe, nachdem ich fertig war mit dem Studium, für die Zeitschrift Eulenspiegel. Ich habe einen Auftrag fertig gemacht, habe abgeliefert, in extremem Zeitdruck und dann haben die gesagt, ja, nee, drucken wir so nicht. Da dachte ich, ja, geil. Danke. Gewonnen, ne? Das war's dann wohl. Und die haben mich dann trotzdem, haben sie dann einen Monat später, haben sie mich wieder angeschrieben, würdest du denn das machen? Das passt, glaube ich, mehr zu dir. Dann habe ich gesagt, ja. Aber der erste Auftrag hat auch einfach nicht zu mir gepasst. Also war überhaupt nicht mein Ding. Aber es ist der erste Auftrag gewesen, den nimmt man natürlich an, da sagt man nicht, ja. Ja. Und der hätte auch, denke ich, im Studium durchaus gereicht, die Qualität, die ich da abgeliefert habe, aber die reicht halt für die Industrie dann so überhaupt nicht. Ne? Also muss halt wissen, dass man eine gewisse Qualität abliefern muss, die halt im Studium, wo dann die Dozenten, komm, ja, ist gut, lass mal so durchgehen. Das, ja. Das macht halt jemand, der dir da Geld für bezahlt, der macht das nicht. Ne? Der sagt nicht, naja, okay. Ja, ist auch sein gutes Recht, ne? Ja, ist auch sein gutes Recht, ja. Aber da ist dann schon erstmal ein kleiner Schock, wenn man merkt, es funktioniert gar nicht mehr so, wie es im Studium funktioniert hat. Ich denke, das trifft aber auch viele Studiengänge zu, ne? Dass die Leute nicht wirklich auf das Berufsleben dann vorbereitet werden. Ne? Ja. Muss man allerdings zugeben, also das ist ein Vorteil, den ich jetzt halt eben an diesem Wochenendstudiengang beim IBKK als Vorteil empfand. Da hast du diese realistische Situation von, du hast jetzt eine Aufgabe, 4 Wochen Zeit und danach musst du mit dem Ergebnis wieder ankommen. Und dann wird besprochen, so, also wie sieht es denn jetzt hier aus? Ne? Was hast du denn gemacht? Und das könntest du besser machen, also Bildbesprechung und so weiter. Ich fand, das hat mir super viel geholfen und ich fand, also gerade in dem direkten Einstieg für die Illustrationswelt, fand ich, dass das eigentlich 1:1 dasselbe ist. Ne? Nur, dass halt eben jetzt ein Kunde da steht und das Bild auseinander nimmt und kein Dozent mehr. Aber wenn, je nachdem, was man selber da reinhängt, ist es halt das ähnlich, also dasselbe, eine selbe Anforderung. Mit einem realistischen Zeitrahmen. 4 Wochen sind, finde ich, ein guter Zeitrahmen für eigentlich fast jedes Projekt. Außer das ist jetzt, weiß ich nicht, 20 Seiten für Buchillustrationen, Innenseiten oder so. Könnte ein bisschen knapp werden, aber für ein Cover oder für eine farbige Illustration durchaus ausreichend. Ja, wobei ein Kunde noch mit einem ganz anderen Verständnis dran geht und mit einem anderen Anspruch als jetzt ein Dozent. Ne? Ja, natürlich, natürlich. Ja. Weil er dafür geht. Bezahlen muss, ne? Ja, und dann dachte ich dann auch mal, puh. Also ich denke, der Dozent hat meistens mehr Kunstverstand, aber mehr Kunstverstand heißt überhaupt nicht, dass das interessiert ja den Kunden nicht. Und du kannst dem Kunden auch nicht sagen, na, ich habe das aber gemacht, weil das und das die Aufteilung ist und da und danach habe ich, dann sagt er, ja, ist mir egal. Ja, kommt drauf an. Ich will die Farbe. Er ist nicht immer so, natürlich nicht. Man kann Kunden auch überzeugen, aber... Ich sage mir mittlerweile aus Erfahrung, mit einigen Kunden habe ich mich gerade zu Anfang extrem angelegt und habe den genau aus den Gründen, was du jetzt gesagt hast, gesagt, wenn wir so anfangen, gibt es keine Zusammenarbeit. So, also entweder sage ich, wir machen das so oder wir machen es so, ansonsten kannst du den Scheiß alleine machen. So, und dann haben wir mal eine halbe Stunde telefoniert und dann war gut. Und seitdem ist immer nur, wenn ich sage, so und so ist das, dann sagt er, ja, du kennst dich aus damit, dann ist alles in Ordnung. Ne? Also manchmal muss man auch mal reinen Tisch machen. Ne? Klar. Aber du musst dann auch wissen, wovon du redest. Ne? Also, ja, genau, du musst auch wissen, wovon du redest. Und es ist natürlich nicht in jedem Bereich, also ich kann natürlich, wenn
wenn der Kunde eine Werbung für einen Burger haben will und ich habe ein wunderschönes Bild gemalt, allerdings ist da nicht mehr der Burger im Mittelpunkt, da kann ich noch so sagen, aber ich habe den genau in den goldenen Schnitt gepackt und ist dem Kunden dann trotzdem vollkommen egal. Ne? Also man muss sich halt schon nach dem Kunden auch richten. Das ist, ja, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Da gehören so viele Sachen. Ich würde auch mal sagen, das fängt schon damit an, bei einer E-Mail das Wichtige rauszulesen. Oftmals kriegst du ein Briefing und das sind nur 5 Zeilen. Und davon die Essenz rauszulesen, ist ein Skill, ist ein Soft-Skill, aber das sehen die meisten nicht. Und die kümmern sich dann um das, was hinten am Schluss steht. Dabei ist das, was in der ersten Zeile steht, ist das Wichtigste. So, und das will der Kunde umgesetzt sehen. Und wenn du das machst, dann ist es wie Magie. Auf einmal sieht es gut aus, auf einmal funktioniert es. Ne? Ja. Ich muss auch sagen, dass womit ich am meisten Probleme habe, mit Kunden ist, oder für mich selbst, nicht mit Kunden selbst, sondern für mich selbst ist, wie ausgearbeitet muss der Entwurf sein, damit der Kunde versteht, was ich vorhabe zu machen. Ja, das kenne ich auch irgendwo her. Ja, und da ist tatsächlich, da bin ich jedes Mal so ein bisschen mit mir so, sollst du jetzt noch mehr Arbeit reinstecken oder reicht das, damit der Kunde ein bisschen Verständnis hat, was du vorhast? Das finde ich tatsächlich sehr schwierig, muss ich sagen. Gerade gestern hatte ich eine Kundin gehabt, für so einen Tattoo-Entwurf auf dem Bein und die war schon zweimal bei mir. Und wenn die schon zweimal bei mir sind, dann ist das wenigstens noch ein bisschen was anderes. Dann weiß ich, die kommen zu mir, die vertrauen mir und so weiter. Und die hat mir dann gestern gesagt, ja, also deine erste Skizze geschickt, das dachte ich so, oh Gott, was ist das? Und sie hat so gesagt, sie hatte ein bisschen Angst und hat kurz getippt, so wird das noch ein bisschen ausgearbeitet und so weiter. Hat es dann aber gelassen, aber ich fand das irgendwie sehr süß und sehr ehrlich von ihr, dass sie dann gesagt hat, also ich hatte ein bisschen Angst. Und da habe ich halt auch gesagt, naja, klar, mit den Erstlingskunden, da kann ich das nicht machen, aber es ist dann ja immer dieser Grat zwischen, wie viel Energie willst du reinstecken, wenn der Kunde sagt, nee, ich will doch nicht. Ja. Und das ist dann immer sehr lustig, weil ich die Leute dann ja alle immer bei mir da sitzen habe und die mir das dann, also schreiben tut das kaum einer, aber wenn man dann halt mal so ein bisschen ins Gespräch kommt, dann geben die Leute halt offener zu, so ja, ja, zu Anfang hatte ich nicht gedacht, dass es so gut wird. Ja, das ist dann immer sehr lustig. Ja. Und das hat man ja sogar mit Art Directors, ne? Sogar bei denen ist das, dass dann, du steckst den Entwurf, sagst, das ist der Entwurf, der grobe Entwurf, das wird noch ausgearbeitet. Ja, oder soll auch noch Farbe rein? Ja, natürlich. Ja. Farbe rein. Das ist, da hast du nicht dabei geschrieben, hast nur geschrieben, machst du noch mehr Details rein. Ich sage, ja, stimmt. Ja, und die Gesichter müssen auch ausgearbeitet werden. Ich sage, ja, wenn alles ausgearbeitet werden muss, dann müssen auch die Gesichter noch ausgearbeitet werden. Das stimmt schon. Also, das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Und manche hat man auch einfach, die sagen, ja, mach. Ja. Die sind einem natürlich am liebsten. Ja. Das ist schön einfach. Und man hat halt auch mehr Spaß beim Arbeiten. Wenn ich weiß, ich muss mir keine Gedanken drum machen, wie der Kunde das näher haben möchte, ist mir eigentlich auch am liebsten. Ja. Da fällt mir noch was ein zu. Ich hatte bei letztes Jahr für eine Kickstarter-Kampagne von einem befreundeten Kunden, da ist eine längere Freundschaft raus geworden und der kam dann jetzt mit der Kickstarter-Kampagne auf mich zu und sagt, komm, wir brauchen ein Cover. Und das war halt auch so eine coole Geschichte, weil es halt auch, da ging es halt auch darum, komm, jetzt brauchen wir Charakter, mach mal so und so. Und ich dachte so, oh, keine Ahnung, also da kommt es auch mal vor, dass du sagst, nee, geht gar nicht. Also ich habe da kein Mojo, gar nichts, keine Idee, kein Konzept. Das ist irgendwie blöd. Ja, dann habe ich denen aber auch gesagt, du, also ich komme da irgendwie nicht in die Gänge. Ne? Es sollte irgendwie so ein Halb-Org sein, der irgendwie mit 2 Schwertern da steht. Boah, das ist jetzt nicht so meine Baustelle. Vielleicht nicht ein paar andere Charaktere. Ja, warum sagst du denn? Wir haben noch 11 andere. Und ich dann so, ja, okay, cool, ja, dann schaue ich mir mal an, was du da noch so hast. Und da waren dann noch glücklicherweise ein paar Mädels dabei, dann habe ich mir jemanden. Auf einmal war die Kreativität geflügelt, ne? Und er sagte so, ah ja, nee, so einer haben wir jetzt nicht dabei, aber weißt du was, wir sind ja Rollenspielautoren, wir schreiben einfach noch einen Charakter für die. Mach mal weiter so. Also ich glaube, das ist schon fast wie so ein Ritterschlag. Das ist schon echt cool, wenn du solche Kunden hast. Das ist echt witzig. Ja.
Ja, ich glaube, wir sind zum Laufe des Gesprächs so ein bisschen drauf gekommen. Also ein Studium ist jetzt nicht unbedingt nötig, aber man muss es ja irgendwoher lernen, sage ich jetzt mal so. Ne? Ja, so. Also, um da noch was zu sagen, um nochmal auf das Thema Studium zurückzukommen. Also ich bin der Meinung, ich habe im Studium eine Menge Sachen gelernt, die ich sonst niemals gelernt hätte. Das ist außer Frage und das hat auch viel damit zu tun, dass man sich selbst niemals aus seiner Komfortzone rausholt. Ne? Man macht keine Aufträge, auf die man keine Lust hat. Aber an denen lernt man halt auch ziemlich viel. Und ich glaube, ohne Kunststudium hätte ich sehr viele Techniken niemals gelernt und ich hätte auch sehr viele Sachen nie gelernt, einfach weil ich mich da nie dran gesetzt hätte, weil ich da keinen Bock drauf gehabt hätte. Und also ich denke, dass das vor allem das ist, was mir am meisten gebracht hat, dass ich verschiedene Wege kennengelernt habe. Das ist überhaupt nicht mehr alles, was ich im Kunststudium gemacht habe, hat nichts mehr mit dem zu tun, was ich heute als Illustration mache. Gar nichts. Also ich bin einen ganz anderen Stil eingegangen auch. Aber da bin ich auch nur hingekommen, dadurch, dass ich die verschiedenen Stile und verschiedenen Richtungen gelernt habe, denke ich. Also, ja. Ja. Es bringt schon was, nur ich würde mich nicht darauf verlassen, einfach nur das zu machen, was der Dozent sagt und dann bin ich danach ein guter Künstler. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Fertig gebacken. Ja, fertig gebacken. Das ist tatsächlich, an vielen Kunstunis ist es ja so, dass dann der große Professor da läuft und dann laufen ein paar Studenten hinterher und wenn die fertig sind, können die alle genauso toll malen wie der Professor und exakt das gleiche malen wie der Professor. Ja, ich weiß nicht, was man dann davon hat. Also den Vorteil habe ich noch nicht gesehen. Ja. Also es gibt ja auch so Sachen, wo gesagt wird, es gibt zum Beispiel so einen Film, Art School Confidential, uralter Film, irgendwie glaube ich aus den 90er Jahren noch. Da geht dann auch mal so ein Dozent rum und schwingt dann solche Reden wie, ja, schafft ja eh nur 1% der ganzen Leute, die hier rumrennen, schafft es ja später davon leben zu können. So. Naja, ich meine, wo kommt das denn her? Ich meine, meine Vermutung ist mittlerweile, dass die meisten halt noch nicht mal die 100% Leistung bringen, die da erfordert wird. Und um es zu schaffen, müsstest du 150, wenn nicht sogar 200% liefern. Das macht keiner. Das ist halt das Problem. Und dann ist natürlich auch noch die Anforderung, ist völlig wischiwaschi, keiner weiß, was brauchst du, was musst du da wissen, was musst du nicht wissen. Meine, wenn du jetzt ein Biologiestudium hast und so weiter, dann weißt du, da als Z und ja. Bis dahin muss ich kommen und bis dahin muss ich alles haben und danach kann ich das machen, aber was machst du mit dem Kunststudium? Ja. Das, die große Frage, was machst du denn damit? Genau. Kunstlehrer werden. Ja, das geht. Ich glaub, ja, mein Kunstlehrer, der war sogar richtig bestürzt, dass ich nicht Kunst studieren möchte. So, ja, was mache ich denn damit? Ja, Kunstlehrer, ja. Schön. Danke. Ja, und nun? Ja. Es ist auch tatsächlich, also was man sagen kann, man kann gucken, kann ich da viel von mitnehmen, kann ich da was lernen an der Kunstschule, wo ich hingehe, womit ich eigentlich nichts groß anfangen kann, ist nachher der Abschluss, außer ich möchte Kunstlehrer werden. Dann brauche ich halt diesen Wisch in der Tasche. Aber für Kunden, den zeige ich ein Portfolio und da kann ich noch so oft sagen, ich habe aber auch den Abschluss gemacht und ich habe den Abschluss gemacht. Ja. Wenn ihm meine Sachen nicht gefallen, dann nennt er mich nicht. Ist ganz egal, weil ich studiert habe. Ja. Also was ich so mitbekommen habe, auch von denen, die bisher irgendwas was studiert haben, wenn du nicht sowieso schon nebenbei irgendwas machst und wenn du da wirklich Feuer und Flamme für bist, dann machst du was nebenbei. Du kannst nicht einfach nichts nebenbei machen, weil wenn du Kunst studierst, weil du Bock drauf hast, du kannst nicht zu Hause abends sitzen und nicht einen Stift in die Hand nehmen. Das passiert einfach so. Und da finde ich es dann komisch, dass es gibt ja trotzdem viele, die gehen dann dahin und arbeiten eben alles ab, was sie abarbeiten müssen, nehmen aber tatsächlich, da gibt es ja so ein paar Leute, nicht den Stift in die Hand zu Hause. Und da frage ich mich, wofür machst du das? Wirklich, weil was hast du für eine Motivation, wenn du danach so ganz blöd gesagt nicht viel damit anfangen kannst? Du hast dann deinen Abschluss und hast das gemacht, weil du es ganz gut findest. Aber ich weiß nicht, ich kann es auch nur sagen von anderen, wo ich es so gesehen habe, da habe ich immer das Gefühl, dass die Leute, die wirklich was geschafft haben, entweder die haben halt das Studium dann irgendwie, weiß ich nicht, mehr oder weniger doch nicht zu Ende gemacht oder so oder mit Mühe und Not, weil sie sowieso so viel anderes gemacht haben. Oder sie wurden rausgeangelt vorher von irgendwelchen Leuten, die sie da angestellt haben dafür. Also
von denen, die ich kenne, die da gut was gebracht haben, da hat, glaube ich, keiner das Studium abgeschlossen, weil die alle vorher rausgesammelt wurden von hier, ich gebe den Job. Und dann eher gesagt wurde hier, bei einer, da weiß ich, der wurde dann gesagt, ey, mach deine Ausbildung nicht zu Ende, wir stellen dich an, du hast bei uns einfach mehr von der Arbeitserfahrung, die du in den Jahren sammeln kannst, wir helfen dir, du hast Arbeitserfahrung, du kannst auf Leute zugehen, du kannst mit Aufträgen umgehen, dass wenn du jetzt 3 Jahre lang bei uns arbeitest, du davon viel mehr hast, als wenn du jetzt 3 Jahre lang studieren würdest. Und das war halt auch so ein Grund, weswegen ich gesagt habe, naja, so. Was ich merke, dass mir das fehlt, ich habe nicht so viel grundlegendes theoretisches Wissen. Also schon so, was ich mir halt auch selber rausgesucht habe, aber ich merke das daran, wenn mich jemand nach Kritik fragt. Ich kann sagen, das gefällt mir nicht, das finde ich seltsam, aber ich kann es nicht auf dem Schulniveau sagen, das ist falsch, weil ich das halt nie so richtig gelernt habe, so eine Kritik. Mhm. Also ich könnte es vom Gefühl her sagen, aber jetzt nicht wegen A, B, C, X, Y, das und das und das. Ich weiß es nicht, also ob es jetzt mir was schaden würde oder jetzt mir geschadet hat, weiß ich nicht, weil irgendwie wuschel ich mich ja so durch. Und da denke ich halt auch, naja, du kannst es in der Theorie lernen, aber wenn du es in Erfahrung nie lernst, dann bringt es das auch nicht. Deswegen finde ich es jetzt auch nicht so verkehrt, dass ich es dann einfach durch Ausprobieren gelernt habe, was sieht gut aus, was kommt gut an. Aber ich weiß nicht, ob ich das doch dann irgendwann vielleicht mal nachholen will, einfach um dann zu sagen, so, ich habe jetzt eine Basis, darauf kann ich aufbauen. Was ich gerade eben noch sagen wollte, dass man, was wollte ich sagen? Ach so, durch ein Studium darauf kommt, auch mal was anderes auszuprobieren. Das hatte ich jetzt gemerkt, zwar jetzt nicht auf verschiedene Medien und sowas bezogen, aber sobald, ich hatte vorher wegen der Schulzeit und sowas, habe ich total viele meine eigenen Sachen gemacht. Das, worauf ich Bock hatte und so weiter und das angeboten und nur solche Aufträge gemacht, die mir gelegen haben. Sobald ich dann Kunden hatte, und da hatte ich ja wirklich zu Anfang, da hatte ich ja beim Tätowieren wirklich, mach eine Rose, mach einen Löwen, mach eine Unendlichkeitsschleife, mach den ganzen Shit, mach, dass es gut aussieht. Und naja, okay, es sah halt vorher okay aus und dann irgendwann wurde es besser und dann habe ich dann halt meinen eigenen Stil da gefunden. Aber was ich gemerkt habe, dass man dadurch auch flexibel wird. Also du musst ja nicht in allem nicht wirklich reinfinden, aber dann auch das Vertrauen zu haben, zu sagen, weiß ich nicht, wenn ich jetzt die ganze Zeit, sage ich mal, ich bin super gut im Löwenzeichnen, dass ich dann auch mal, keine Ahnung, was gibt's noch so? Jetzt noch mal dabei zu bleiben, ich kann gut Löwen zeichnen, aber jemand will einen Wolf haben und ich denke mir, oh Gott, will ich nicht machen als Auftrag, aber wenn dann ein Kunde kommt und sagt, du, ich will das haben und sagt dann, ja, du bist doch ein Tätowierer, du musst das können, dann muss ich das halt machen. Ja. Und da dann einfach das Vertrauen zu sich selber zu haben, okay, ich nehme das jetzt an, ich habe das noch nie gemacht, aber ich schaffe das irgendwie. Und das, finde ich, fehlt halt auch irgendwie vielen, die so ihren eigenen Shit die ganze Zeit machen. Die machen die ganze Zeit was Eigenes, was Eigenes, was Eigenes. Und wenn die nie gezwungen werden, eben mal was anderes zu machen, dann machen sie nie was anderes. Und ja, das weiß nicht, ob das vergleichbar ist damit. Ja, ich denke, das ist tatsächlich ein großer Vorteil im Studium, dass man ohne Gefahr zu laufen, Kunden zu verlieren oder wirklich, bei mir ist die Gefahr, dass ich die Leute versaue. Ja, oder genau. Sogar die Leute zu versauen. Ohne diese Gefahr zu laufen, hat man halt die Möglichkeit, sich auszuprobieren, tatsächlich. Ich denke, das ist ein großer Vorteil. Und der andere Vorteil ist auch, was du gerade schon gesagt hast, du machst die Sachen sehr gut, die du machst, du weißt aber nicht, warum. Und das ist, ich finde es sehr gut zu wissen, ich achte da selber, wenn ich die Bilder mache, achte ich da oft nicht drauf, dass ich mich an irgendwelche Regeln halte. Mhm. Aber ich kann später, wenn irgendwas unstimmig ist in meinem Bild, und dann kontrolliere ich, ob ich da irgendwas, was die goldenen Regeln angeht, komplett gebrochen habe und kann damit eigentlich so ziemlich alles wieder retten. Und das sage ich dem Kunden auch. Oh. Nicht beim Tätowieren, da ist es natürlich zu spät. Also beim Malen geht das ganz gut, aber ich glaube, deswegen ist auch Tätowieren nichts für mich. Also ich bin sehr gut darin, auch alles wieder zu zerstören, was ich angefangen habe als Bild und es wieder anders zusammenzusetzen. Also okay. Ja, aber darum wäre ich ein miserabler Tätowierer, denke ich. Da wird dann, oh, nee, so können wir das nicht lassen. Ja, Moment. Ja.
Aber das fand ich halt eigentlich auch ganz gut, weil du kriegst halt voll den Tritt in den Arsch. So, jetzt muss es gut werden oder du lässt es halt. Mhm. Und ich weiß nicht. Ja, ja. Weil, ja, ich glaube, das erklärt sich ziemlich von selbst. Ja, ja, richtig. Aber da musst du halt auch einfach machen. Und dann auch zu lernen, zu sagen, nee, ich mach das nicht. Weil ich habe jetzt auch total viele, ich kriege andauernd zu hören, warum machst du das nicht? Du bist doch Tätowierer. Also dann habe ich jetzt dann eben über den Weg das und ausprobiert und das ausprobiert und das ausprobiert, halt herausgefunden, das sind meine Stärken, das sind meine Schwächen und ich kann da gar nichts anderes machen, als zu sagen, das mache ich nicht, weil ich das nicht gut genug finde, weil ich meine, mein Gott, die Leute laufen damit ihr Leben lang rum. Ich sage dann immer, das wird zwar gut, es wird nicht schlecht, weil ich denke, selbst wenn ich jetzt irgendwas mache, worauf ich überhaupt keinen Bock habe, wird es nicht schlecht. Aber ich würd mich nie trauen, dann jemanden dann da wieder auf der Straße zu treffen, wo ich gedacht habe, so beim Tätowieren, so, oh, nee. Ja. Du musst ja erst nachfragen, ob der Walke noch weg wohnt. Ja. Ja. Und dann kannst du mal, okay, dann mach ich's. Deswegen, also ich würde auch gerne wissen, wie das dann sonst so ist, weil ich kenne das nur so, dass es dann wirklich so alles oder nichts ist, aber ja, ich meine, mit meinen eigenen Bildern, also Auftragsarbeiten, da war es halt so ein bisschen, naja, wenn es mir halt nicht super gefällt, dann gefällt es mir halt nicht super, aber also habe ich nur gehört, also wer hat letztens eine gesagt, wie war das, der Profi muss fertig werden? Ja. Ja, stimmt. Aber das funktioniert halt bei mir nicht. Ja, ich verstehe das. Ich hab auch öfter mal, das heißt öfter hin und wieder mal so das Problem, dass dann die Leute eigentlich nicht so genau wissen, was ich mache, aber die wissen nicht mal. Ne? Und dann kommen die auf mich zu und sagen, ja, hör mal, hier, das wäre ganz cool, wenn du mir das jetzt, letztens hatte ich jemanden, ob du mir ein Kreuzfahrtschiff malen könntest. Das passt super zu deinen Sachen. Ja. Und ich habe... Ich muss dann halt sein. Ich bin dann ja auch, also ich finde, da muss man auch fair sein zu mir. Ich sage immer, das kann ich zwar machen, aber das wird nicht besonders toll. Weil ich kann Maschinen und Fahrzeuge und so weiter male ich nie, außer ich muss. Und dementsprechend wird das halt nicht toll. Da gibt es andere, die malen das jeden Tag, die können das viel besser. Also bin ich dann halt Ich würde sagen, damit hast du schon mal eine sehr gute Tätowiererqualifikation erreicht. Aber eine kleine Anekdote, das war auf einer Messe, auf einer kleinen Messe. Und auf Messen sind ja die ganzen Bilder von mir an der Wand, hinter mir, vor mir auf dem Tisch. Also eigentlich ziemlich klar, in welche Richtung es geht. Ne? Also man sieht Schädel, Knochen, Schädel, paar Monster, ich weiß es nicht. Flecken, Gematsche. Ja. So halt, was ich so mache. Und dann kommt so ein Mensch auf mich zu und sagt, ja, aber machst doch Auftragsarbeit. Ich so, ja. Der kannst du mir den und den malen. Ich so, irgendeinen Namen. Was ist denn das? Ja, das ist ein Radsportler. Ich so, was? Radsportler. Also ein Mensch auf einem Rennrad. Ich so, guckst du auf meine Bilder? Also ich kann schon, aber so. Also, frage mich, ja, also, ich verstehe es, wenn die Leute mich so ansprechen, weil die das vielleicht nur halt mitgekriegt haben, kann ich ja verstehen, dann erkläre ich denen das, dann ist gut. Aber die stehen vor meinen Sachen, ne, mit so riesen Schädel und Zähne und Radsportler, schön. Ja, aber ich glaube, wenn du es dann so machen würdest, wie du es machst, dann wäre es, glaube ich, nicht so... das, was derjenige sich vorgestellt hat. Also es würde ja gehen, aber ich versuche mir das gerade vorzustellen, ein Radsportler in deinem Stil. Aber auch Vorstellungskraft ist auch bei Verlagen und Artdirektoren auch nicht immer so. Also da kannst du echt Glück haben, wenn du Leute hast, die sich viel vorstellen können. Ne? Aber es ist, also ich habe mir jetzt damals geholfen, dann bin ich auch heute noch dankbar dem Stefan Hilden, der mich damals, ich hatte Fantasy-Cover, waren auch tatsächlich eine meiner ersten Sachen, die ich gemacht habe. Und der kam zu mir und gesagt, du, ganz anderer Stil, aber hast du mal Bock, was auszuprobieren? Und das war dann halt für hier so ein bisschen skurrile Geschichte Richtung Michael Sova. Der malt zum Beispiel so Sachen wie, da ist so ein riesen Huhn, das läuft durch eine Straße. Und so, aber so düster gemalt auch. Der hat auch zwei Bilder in die fabelhafte Welt der Amelie, weißt du, diesen Hund mit diesem Dingen hier an der Wand hängen und so Sachen halt. Und ich dachte so, oh,
klingt interessant, probierst du halt mal aus. Ne? Und dann habe ich dann auch für ein Cover gemacht, für eine Neuauflage von irgendeinem Belletristik-Schinken. Aber das Ding ist zum Bestseller geworden. Ne? Aber einfach, weil der sich das vorstellen konnte. Der Verlag hat gesagt, naja gut, wenn der das sagt, dann probieren wir das mal. Aber ich habe gesagt, oh gut, wenn du dir das, ne, vorstellen kannst, dass ich das kann, dann probiere ich das. Dann kriege ich das natürlich auch hin, vielleicht. Aber ich vielleicht. Das, ne? Vielleicht. Ah, genau. Probieren wir es. Aber jetzt. Dann ist das zum Beispiel, du hast einmal so eine Sache dann gemacht, ja, und dann kamen die anderen Verlage irgendwann auf mich zu und gesagt, ah ja, kannst du uns das mal machen, so wie das Cover, ne? Also so und so stellen wir uns das vor, aber im Prinzip in dem Stil, ja, und von da an lief das, ne? Mhm. Also da muss man auch mal vorstellen, was da hinten dran hängt. Also bis heute gibt es noch vereinzelt, dass ich noch solche Cover mache, weil das ist jetzt fast 8 Jahre her, ne? Oder 9, wo ich mir denke so, okay, ja, das sieht so ein Rattenschwanz hinterher, wenn mal einer Vorstellungskraft hat, ne? Das ist unglaublich, wenn das passiert. Aber man kann das, die Grundeinstellung, also Default ist leider nicht, dass das normal ist. Also die meisten können sich das nicht vorstellen. Dann würden sie es ja selber machen, vielleicht. Nein, nee, Artdirektor ist nee, ja, aber dann Arbeit. Aber es ist selten, dass jemand auf dich zukommt und sagt, du kannst das, aber ich könnte mir vorstellen, wenn du noch ein bisschen machst. Also letzten Endes bin ich sogar so weit gehen, dass ich sage, dass der mich auch mit zu diesen Landschaftssachen gebracht hat, weil ganz ehrlich, das hätte ich mir auch vor ein paar Jahren nicht vorstellen können, weil das überhaupt nicht meine Welt war. Ne? Aber ich habe gedacht, okay, wenn du das nicht geschafft hast, ne, dann kriegst du das irgendwie auch noch hin. Also, Und jetzt? Also, Aufgaben. Ja. Welche Landschaften? Ja, genau. Aber das ist halt irgendwie so, ja, man muss auch irgendwo selber die Vorstellungskraft irgendwie immer wieder pushen und sagen, ey komm, das kann doch nicht sein, dass du immer dasselbe machst oder immer dasselbe Stück Holz schnitzt. Du kannst ja auch mal einen Stein nehmen, kannst du auch mal was anderes machen. Ja, wobei ich da auch finde, dass das vielleicht doch ein bisschen was mit dem Studium dann doch zu tun hat, dass man anfängt, auch später noch immer das Interesse hat, um sich selbst herauszufordern. Ja. Und ich glaube, das ist schon was man ein bisschen aus dem Studium hat, weil... Also ich habe es vorher nicht getan. Als ich vorher für mich selbst gemalt habe, dann habe ich immer nur die Sachen gemalt, die ich selber cool finde und wo ich Spaß dran hatte, zu malen und zu malen und zu malen, aber es war immer halt dasselbe. Ja. Und das selbst herausfordern kann man im Studium. Ich glaube aber, da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, also gerade im Studium habe ich jetzt eher gedacht, dass du da gepusht wirst in einen Stil, in eine Richtung, dass die Leute, also das ist ja auch das, was jetzt Instagram predigt oder alle anderen, mach eine Sache, die alle Leute gut finden, dann erkennen sich die Leute wieder, dann hast du einen Stil. Ja. Und da bin ich zum Beispiel genau dagegen. Also meine Mission ist eigentlich zu sagen, ich will keinen Stil haben, weil Stil ist ersetzbar. Das will ich nicht. Ich will was schaffen, wo man einfach sagen kann, wow, die Message kommt rüber und das ist okay. Und ich will für den Stil, den ich brauche, also für die Idee, die ich habe, will ich den passenden Stil finden. Und wenn ich das nicht selber machen kann, muss ich jemanden finden, der es machen kann. Das gibt mir viel mehr Freiheiten, als wenn ich einen Stil habe, der mich zwingt, den Pinsel so zu halten oder den Stift so zu halten, wie ich es tue, weil ich es nicht anders kann oder weil ich es mir nicht anders vorstellen kann. Und das finde ich tragisch bei vielen Künstlern. Ja, wobei ich da sagen muss, ich habe immer gerne meine Tuschezeichnung gemacht. Die mache ich noch immer auch gerne. Ich zeichne immer sehr gerne mit Tusche. Ja. Aber die unterscheiden sich so dermaßen von meinen digitalen Arbeiten, ja, das stimmt, dass ich das nicht zusammenbringen kann und dass ich das auch nicht auf Messen zum Beispiel beides präsentieren kann zusammen, weil da glaubt keiner, dass es eine ist. Muss ja auch nicht. Muss ja auch nicht. Geht, aber geht halt auch nicht. Ne? Also würde ich auch nicht zusammenbringen. Ja. Ja. Muss ja auch nicht. Ja. Wobei man jetzt auch... Sich zum Verkauf auf Messen ist halt dann doch schon irgendwo so eine gewisse Richtung, eine Wiedererkennung, ist dann vielleicht doch ganz wichtig. Ja, das merke ich ja auch gerade total. Ich sage ja nicht, dass es nicht hilfreich ist. Ja. Ich sage ja nur, es ist hart auszubrechen, auf jeden Fall. Ja. Das ist auch eine Herausforderung. Ja. Ja. Und was man jetzt sagen muss, ich meine, wenn wir jetzt vom Studium reden, da gibt es ja unglaublich viele Möglichkeiten. Ne? Es gibt diese klassische, der staatliche Studium. Ja. Es gibt private Unis, die wir angesprochen haben. Da gibt es inzwischen reichlich, also wirklich eine Menge. Mit verschiedenen Schwerpunkten und so weiter in verschiedenen Gegenden. Und was es halt noch gibt, sind diese Online-Kurse. Das finde ich auch ganz spannend. Das hatten wir ja noch gar nicht angesprochen. Und ich habe ja inzwischen ein bisschen was ausprobiert. Ich bin ja aktuell bei The Schoolism von Bobby Chiu, die Geschichte. Und da gibt es mehrere Schulen, aber bei der bin ich gerade. Das sind halt Online-Schulen, wo man Kurse online buchen kann für einen gewissen Betrag.
Und dann gibt es halt noch die Premium-Variante, die limitierte Plätze hat, wo du dann tatsächlich auch von einem Lehrer eine Videonachricht bekommst, der dein Bild dann bewertet, kritisiert, drüber malt und dir halt hilfreiche Tipps gibt. Ne? Wie teuer ist der Spaß? Also diese Premium-Variante, die ist, weiß ich nicht. Ja, ungefähr 1000 Dollar pro Kurs, aber das ist dann so 3 Monate intensiv oder so. Ja, also man kriegt schon eine Menge dafür. Man kriegt jede Woche wirklich Video-Feedback und das ist ja auch viel Arbeit und so weiter. Das ist ja wie Einzelunterricht. Quasi. Aber ist ja im Prinzip genauso teuer, wie zu einer Schule zu gehen. Oder ja. Ja, würde ich sagen. Und ich mache jetzt allerdings das nicht, weil, wie gesagt, ich kann, das ist ein bisschen teuer im Moment. Aber man hat wirklich sehr gute Kurse. Also man lernt auch dadurch. Ne? Nur man lernt halt für sich, ob man jetzt so eine Schule sich anmeldet oder es gibt inzwischen bei YouTube ja auch sehr gute Sachen inzwischen oder bei Skillshare und so weiter. Man kann unheimlich viel inzwischen daraus lernen, aber man muss sich dann halt auch hinsetzen und ich merke das ja auch selber bei diesen Skulissen-Kursen, man muss sich tatsächlich auch hinsetzen und die Sachen machen. Ne? Ja. Das ist doch bei allem gleich, ob man jetzt eine Kunstschule besucht oder für sich selbst alles lernt oder mit Online-Schulung. Man muss es halt auch machen, ne? Man muss halt auch wirklich dranbleiben und arbeiten. Also, ja, bei Online-Schulung sagt derjenige dann, jo, das ist jetzt eure Aufgabe, mach das und das und dann nächste Woche geht's weiter, ne? Und dann hast du die Hausaufgabe nicht gemacht und dem Menschen im Online-Studium ist das egal, weil... Ja, genau. Das habe ich auch bei meinem Fernstudium gemerkt. Das war so ein bisschen wenig motiviert irgendwann. Wenn man dann da alleine zu Hause sitzt und irgendjemand da hinten, irgendwo steht da so eine kleine Zeile, Abgabe da und dann... Also, muss ich das jetzt machen? Was ich damit sagen will, ich denke, das ist auch sehr typabhängig, welche Art von Lernen man wählt. Denke ich mal, was für ein Typ man selber ist oder man probiert dann halt aus. Ne? Wenn man jetzt so ein Typ ist, der sich tatsächlich hinsetzt und dann eisern da durchackert, dann ist das ist vielleicht eine Wahl. Ne? Eine andere Möglichkeit ist auch noch, ich würde es jetzt mal eine Art Hackschooling heißt bezeichnen. Das ist ein Begriff, der mal, glaube ich, von so einem 11-Jährigen geprägt wurde bei einem TED-Talk irgendwie. Der hat so seine Schulbildung zusammengehackt. Ich fand den aber sehr spannend. Und ich denke, das kann man da in dem Bereich auch anwenden. Also wenn du hingehst, zum Beispiel, du saugst alle Artikel zum Thema Freelancing, Marketing, Freiberuflern und Theorie, Kunsttheorie auf, einfach weil du Bock drauf hast. Mhm. Und wenn du dann dir die Challenges rauspickst, es gibt Seiten, es gibt komplette Wikia-Seiten, wo Time-Challenges drin sind, ob das jetzt der Mermaid ist, ob das Inktober ist, ne? So eine Sachen, aber das ist nur 1% davon, es gibt noch wesentlich mehr. Also wenn du willst, kannst du 10 Jahre lang nur mit diesen Challenges verbringen und jede Woche irgendwas abgeben, aber ich meine, das erfordert natürlich ziemlich viel Selbstdisziplin, dass du sagst, okay, ich mache jeden Tag irgendeinen Challenge, und du, Anna, hast es ja auch schon mal gemacht mit dem 365-Tage-Challenge, ne? Das ist schon krass. Da muss ich schon sagen, Hut ab, das habe ich noch nicht mal geschafft. Hab ich geschafft? Noch nicht mal. Das war aber auch hart. Das ist wirklich hart. Oder jeden Tag ein Bild mit Video. Ne? Mit Video, naja. Oh Mann. Wie? Aber da kannst du auch stolz sein darauf nachher. Und das ist hart, muss ich ja. Aber hinterher freut man sich, weil man sich denkt, boah, geil, ich habe was geschafft. Und man lernt natürlich viel. Du lernst was. Du kannst gar nicht umhin, du lernst. Und wenn du nur 5 Minuten am Tag machst, das ist super. Ja, aber das ist ja auch im Kunststudium. Am meisten lernt man dadurch, dass man selber halt auch sich dran setzt und arbeitet. Also das ist das, was du da schon sagst. Ich kann auch jede Challenge mitmachen im Internet. Im Endeffekt habe ich wahrscheinlich, außer dass ich nicht dieses Feedback vom Dozenten kriege, habe ich eigentlich dasselbe Ergebnis. Ne? Ja. Es geht um selber arbeiten und ich glaube, ganz viele glauben noch immer, ich gehe in so ein Kunststudium rein und dann sagt der Dozent, das und das musst du machen und dann sagst du, alles klar. Und dann kann man malen. Ne? Also, ja. Genau. So ein bisschen der Deutschland sucht den Superstar-Effekt. Da geht man auf die Bühne, singt ein bisschen schräg, dann sagt er, oh, du bist ganz gut, komm mal hier ins Coaching. Und dann hast du 2 Wochen Coaching und danach bist du einer der besten Sänger der Welt und bist Superstar. Ja, also
Ja, aber so wird es halt im Fernsehen verkauft, ne? So wird es verkauft, ja. Genau, und mit dieser Vorstellung gehen da halt dann auch viele an so ein Kunststudium dran. Funktioniert halt nicht. Das ist richtig. Ja, das stimmt, was du gerade angesprochen hast, dieses Feedback von Dozenten. Sowas fehlt natürlich schon, wenn du Selbststudium betreibst. Ne? Und was noch fehlt, ist, so wie unsere Gemeinschaft jetzt zum Beispiel entstanden ist, es fehlen andere Mitstudenten, Dozenten, Lehrer, Leute, die du auf Convention triffst. Also dieses die ganze Community, andere, ja, halt überhaupt andere Leute, die dasselbe oder das Ähnliche machen wie du, dass du dich mit denen auseinandersetzt. Und das finde ich unheimlich wichtig. Das heißt, und umso wichtiger, wenn man das halt für sich privat irgendwie online lernen möchte oder so. Du sagst, Marlene, du hast es ja auch am Anfang gesagt, ne? Geht raus und redet mit den Leuten, ne? Trefft andere Leute. Ich finde das total schlimm bei Tätowierern, weil da gibt es ja keine Schule oder keine Ausbildung oder gar nichts was. Man kennt sich nicht. Ich kenne genau 1, 2, 3, 4 Tätowierer. Die eine davon war damals meine Chefin, die andere meine Kollegin. Die eine war meine Vorgängerin jetzt in dem Studio. Und dann kenne ich eine aus dem Saarland, die mich mal besucht hat. Die hat mich angeschrieben, ey, yo, ich hocke hier so alleine, geht's dir auch so? Komm, lass uns mal treffen und über unsere Arbeit reden. Irre. Das heißt, ich habe zurzeit genau eine Person, mit der ich über meine Arbeit reden kann. Okay. Und das ist total ätzend. Oh, da sind wir aber dann stelle ich dir auf der nächsten Comic-Con meine Freundin vor, dann kennst du noch eine Tätowierin. Ja. Aber das finde ich, das, also ich meine, ich habe jetzt zum Glück, durch die Freunde, den Freundeskreis und alles, den ich vorher hatte, kenne ich halt auch welche. Und ich lerne ja jetzt anscheinend noch mehr Leute auf Conventions kennen. Tada. Aber so bei Tätowierern, vielleicht ist es dann gerade das Phänomen, weil man nie zusammen gelernt hat. Jeder hockt in seinem Kämmerchen, lernt von sich gegenseitig und gleichzeitig sind alle irgendwie, weiß ich nicht, nicht Konkurrenz, aber ich habe auch das Gefühl, du kannst auch nicht mal eben irgendwo fragen, hey, wie läuft's bei dir? Weil du kannst nicht mal eben, weiß ich nicht, wie läuft das bei dir mit der Kundenabwicklung, was machst du mit den Kunden, wie nimmst du die Preise oder sowas, weil es da halt nie mal irgendeinen gemeinsamen Ausgangspunkt gab. Und das finde ich total seltsam und befremdlich, dass da niemand miteinander redet. Ja, was ich so mitbekomme, ich war auch schon auf einigen Tattoo-Conventions, also was ich da mitbekommen habe, ist, dass es halt auch, du darfst halt Leute auch nicht immer so direkt ansprechen. Du weißt ja nicht, ob das irgendwie ein Star ist, ja, der eigentlich einen roten Teppich ausgerollt bekommt und dann nur weil halt auch irgendwo auf dem Kanal XY da immer jeden Tag eine Show hat und so weiter und oh Gott, weiß man ja nicht. Unter Tätowierern ist halt ja so. Und die sind halt eben nicht so locker wie wir, sage ich jetzt mal, wo man sagen könnte, ja mein Gott, wir kennen das von Conventions so, da hilft man dem anderen und so weiter. Bei denen ist das anders. Die haben ja Leute angestellt, die machen alles für die und so. Du weißt ja nicht, wen du da gerade vor dir hast. Ja, aber ich denke, letztendlich sitzen die trotzdem alle alleine zu Hause in ihrem Kämmerlein und denken sich manchmal so. Ja. Die eine oder andere mit Sicherheit. Ja, ja. Also, schade, dass es Foren gibt. Oder? Weil wenn man die dann da fragt, ja, das Problem ist nur, dass in die Foren, die sind halt überschwemmt mit Leuten, die anfangen und keine Ahnung haben und sowas. Ja. Deshalb bin ich zum Beispiel auch nicht da. Ich würde mich nie in Tätowiererforum setzen. Ja, gut. Weil es da auch einfach kein, weiß ich nicht, Einstiegslevel oder sonst sowas gibt, um da irgendwie in Kontakt zu kommen. Da gibt es halt nicht sowas wie bei einem Studium ein Auswahlverfahren oder sowas. Da kann einfach jeder Depp da seine Maschine kaufen. Deswegen habe ich halt auch das Gefühl, dass da auch dadurch niemand so miteinander redet, weil ich glaube, dass auch manchmal, dadurch, dass es jeder so macht, wie er will, machen es vielleicht einige auch nicht, da kannst du ja auch einiges verkehrt machen. Und dass ich dann, ich habe auch das Gefühl, dass viele dann tatsächlich nicht andere fragen. Also ein paar Leuten ist, mit denen habe ich jetzt ein bisschen mehr Kontakt gehabt, aber ich habe ja auch schon so ein paar Mal so getroffen und gequatscht und so weiter. Es fragt halt auch kaum einer, wenn ich irgendwo bin und derjenige weiß, hey, du tätowierst auch, fragt mich kaum einer, ey, wie machst du das denn? Weil man sich nie sicher sein kann, weil wenn dann die Rückfrage kommt, ey, wie machst du das denn? Ja, das ist aber blöd. Gesundheitsamt sagt nein, so ungefähr. Dann hast du schon wieder einen Grund für eine Abmahnung oder sonst was. Ja, da muss man aufpassen. Das ist ja ein Mietenfeld. Das ist total bescheuert, weil man kommt da ja nie raus, wenn man nicht miteinander redet. Ja.
das, ja, wenn es da irgendwie mal eine Berufsgenossenschaft gäbe oder irgendwas, aber das kann sich in dem Bereich, glaube ich, einfach nicht entwickeln. Aus den Gründen, ja, wie du jetzt auch gesagt hast, es gibt keine Normen, die Farben unterliegen nicht irgendwelchen gesetzlichen Vorschriften. Ja, das schon, zumindest in Deutschland schon. Ja, gut, ja. Aber eine gewisse... Besser als in anderen Ländern. Inhaltsstoffe von 1000 müssen genormt sein. Super, ganz toll. Aber ja, zumindest besser, das ist zumindest aber, also in anderen Ländern ist das wirklich schlimmer. Also da muss ich sagen, da sind wir in Deutschland schon ganz gut. Ja. Weil das zumindest ein bisschen genormt ist und so weiter, weil da habe ich schon von anderen Ländern mitbekommen. Ich meine, ich sehe das ja auch hier, bei Tätowierern, die hier arbeiten und aus anderen Ländern kommen. Die benutzen nicht die Farbe, die in Deutschland zugelassen ist. Deshalb reden die auch nicht darüber, weil dann müssten sie ja zugeben, dass sie die Farbe benutzen, die nicht in Deutschland zugelassen ist. Ne? Ja. Also, das ist dann zumindest, was das angeht, schon ein bisschen besser geregelt in Deutschland. Aber ich meine, das Gesundheitsamt sagt auch so und so muss es sein. Aber ich meine, es läuft halt anders. Ja. Und dann finde ich das aber schade, weil das, worüber ich dann gerne mit denen kommunizieren würde, ist ja nicht, wie arbeitest du? Das interessiert mich zwar auch, aber das ist mir letztendlich wurscht. Wenn derjenige seine Becher da und da wäscht, ist mir das egal, wenn ich mit dem über Kunst reden will. Aber es kommt halt gar nicht erst dazu, weil alle da in ihrem, ne, ich mache das so und so und ich rede nicht mit anderen, weil niemand anderes soll mir da reingucken. Aber darauf will ich ja gar nicht hinaus. Ja. Und das ist tatsächlich, denke ich, auch in Illustration, also auf den Comic-Cons und so funktioniert das, glaube ich, wesentlich besser, ne? Dass die Leute miteinander reden. Wobei nicht alle, ne? Es gibt auch ich habe auch schon von vielen gehört, dass sie da auch, zunehmend schlechtere Erfahrungen wieder haben, dass es da jetzt immer mehr gibt, die dann nicht miteinander reden wollen, weil. Also bei mir ist halt so bis 12 Uhr sollte man vielleicht warten. Da kommt die Laune langsam, dann wird die langsam besser, aber ich bin ja etwas müde. Nein, das geht auch, aber da bin ich noch nicht ganz so gesprächig wie später. Also ich brauche eine gewisse Zeit, um wach zu werden. Ja. Nein, Mann, da bist du ja fast gezwungen, auch mal miteinander zu reden. Das ist super. Also irgendwie, wenn man sich dann dreimal am Tag begegnet, wenn man auch nur zum Klo läuft oder sowas, dann, wenn man dann beim fünften Mal Hallo sagt, da kann man auch so, hey, wie läuft's, sagen. Ja. Man hockt ja auch viel enger aufeinander. Ja. Was ich so an Tattoo-Conventions gesehen habe, da sind ja so richtige Festungen teilweise. Ja. Ich glaube, da kommt keiner auf die Idee, hey, willst du mal Kekse haben? Böse. Also vielleicht schon, aber da sind die Leute auch einfach viel zu sehr mit sich selber beschäftigt. Ja. So. Die arbeiten ja auch dabei, das ist ja noch anderes. Ja. Ne? Ich will zum Beispiel nie zu einer Tattoo-Convention gehen, ich will das nicht. Weil ich will nicht dahin, um zu arbeiten. Ich will zu einer Convention, um Leute kennenzulernen und mit Leuten zu reden. Was soll ich zu einer Convention gehen und da arbeiten, wenn die Leute zu mir kommen? Also, was bringt mir das, außer dass ich da sitze und noch mehr arbeite? Ja, das stimmt. Ja, du hast echt eine gute Ansicht. Also die meisten, ja, ich hab mich auch immer gefragt, ja, warum machen die das? Ich meine, klar, du kannst dahin gehen und Werbung machen. Ich hatte damals auch einen Nachbar hier, die haben dann da mit ein paar Leuten, ich glaube, 5 Flaschen Whisky an 3 Tagen weggemacht. Cool. Kann man machen, ja, aber dann frage ich mich, warum die dann da stehen, weil ob das jetzt für die viel Werbung ist, weiß ich nicht. Weil Werbung ist es effektiv ja nur, wenn du dann auch da tätowierst. Da haben sie auch gemacht ein bisschen, aber... ein paar Prints verkaufen, ja, aber weiß ich nicht, keine Ahnung. Wobei ich da auch sagen muss, ich habe letztes Jahr auf der Comic-Con jemanden gegenüber von mir sitzen gehabt, der hat den ganzen Tag auf seinem Handy Handy-Games gespielt. Ne? Hat da seinen Stand gehabt. Und, also das ist jetzt nicht nur bei Tätowierern so. Und er hat den ersten Tag war noch halbwegs motiviert und den zweiten Tag war tatsächlich die gesamten 6 Stunden am Handy. Ja, und dann, wenn man verkaufen möchte, dann sollte man vielleicht auch verkaufen, ja. Oder wenn man zumindest sehen möchte, ob die Leute, wie die Leute auf deine Bilder reagieren, dann guckt man die Leute hochgucken. Also ansonsten braucht man es nicht machen, da kann man zu Hause bleiben. Da ist dann eigentlich zu Hause viel schöner. Ja. Und nicht so teuer. Ja, man muss auch nicht den Stress vom Abbau und sowas, kann man sich dann auch schon. Ach, genauso zum Thema Conventions. Ich kenne auch eine, die geht jetzt nicht mehr. Die war jetzt 3-mal, glaube ich, 3-4-mal eben auf Comic-Con gewesen. Ich glaube, bis jetzt auch nur Dortmund. War sie nur Dortmund?
ich weiß es nicht, da habe ich auch gesagt, geh auch mal woanders hin. Du kannst jetzt nicht alles an einer Convention messen, aber naja. Und die setzt sich dann auch abends, dann, nee, er hat sich dann nach der Convention, nach dem, warte, du, nee, wir waren, Anna, wir waren nur zu zweit gewesen in, auf der Spring Edition, ne? Ne, ich war auch da. Ja. Ah, stimmt, genau, du warst noch da. Ja, 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 Entschuldigung. Ja. naja, wenn man sich dann danach hinsetzt, gerade jetzt in dem Fall, wo es ne, nicht so rund lief, und dann seinen Stundenlohn ausrechnet für die Convention, inklusive Vorbereitung, inklusive Anfahrt und sonst was. Und sie macht das nebenbei. Ich meine, wenn man das jetzt macht, um davon leben zu können, ist das was anderes. Aber wenn du das nebenbei machst, ich mache das auch nebenbei. Ich muss von den Conventions nicht leben. Ich mache das, weil ich Spaß dran habe. Ja. Da kann ich mich doch nicht dahin danach hinsetzen und ausrechnen, wie viel ich daran verdient habe, mit den Leuten da zu reden und so weiter und so fort. Also das finde ich halt auch irgendwie so ein bisschen schwierig, dann, sich dann das selber zu fragen, warum gehe ich dahin? Ja. Wenn ich Geld verdienen möchte und das nicht läuft auf den Conventions, dann okay, dann lasse ich das. Aber das ist doch jetzt nicht gerade das Ziel einer Convention, weil dann kann ich das doch auch zu Hause machen. Also ja, außer jetzt hier bei Oliver, du fällst mal da raus. Aber das hatten wir ja auch. Das ist ja nochmal eine andere Größenordnung, als wenn man da am Wochenende mal zu einer Convention fährt und drei Bilder verkauft. Ja, ja. Und das finde ich eben, das ist genauso wie bei den Tätowierern. Ich gehe da doch nicht hin zu einer Convention, um Geld zu machen. Weil ich will mit den Leuten reden, ich will die Leute kennenlernen. Und dann rechne ich mir doch nicht am Ende des Tages aus, wie viel Geld habe ich verloren oder eingepackt oder sonst auch immer, um stattdessen ganz viele Leute kennengelernt zu haben. Aber ich meine, jedem das Seine, aber ich kann es nicht nachvollziehen. Ja gut, man muss auch dazu sagen, bei mir kam es aber auch halt erst so dazu. Ich habe dann auch, glaube ich, 5 Jahre lang auf Conventions gefahren und da habe ich immer nur Spritgeld verdient. Also ja. Und das war auch das Wichtigste, war halt tatsächlich La Familia. Also das war hier beim Hugo tatsächlich, die belgischen ja. Airbrush-Shows und so weiter. Tatsächlich, was den Zusammenhalt an Künstlern gibt, da musst du dir vorstellen, da sitzen 40 Leute abends bei einem gemeinsamen Buffet und fangen nach dem Essen an, Papierflieger zu bauen. Wie geil ist das denn? Ne? Alle haben Spaß und das ist ein Erlebnis, das vergisst du halt nicht mehr. Und wo ich auch sage, das hast du auch hier auf den großen Messen teilweise nicht. Aber ich bin froh, dass ich die Zeit gehabt habe und dass es halt mit den Leuten da war auch. Und das, deswegen bin ich auch froh, dass wir jetzt unsere kleine Gemeinschaft haben, wo wir sagen können, wow, wenn man irgendwo in einer Convention ist, guckst du immer, ob jemand von den Leuten da ist und weißt, du hast noch ein bisschen Zusammenhalt da und das macht halt aus. Ne? Ja, dann haben wir schön mit dem Thema von dem letzten Mal abgeschlossen. Stimmt. Wir sind schon weit über eine Stunde, deshalb müssen wir leider so ab ins Bett, Kinder. Langsam ins Bett geht. Vielleicht hat einer von euch oder mehrere noch eine Idee. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, hey, ich will Illustrator werden, ja, wie werde ich Illustrator? Was soll der machen? Just do it. Soll er sich an der Uni bewerben? Oder? Hängt, denke ich, auch ein bisschen vom Alter ab. Ja, also ja. Wie alt ist man? Also wenn ich 18 bin, wenn jemand mit 18 kommt und sagt, ich möchte gerne Illustrator werden, was soll ich machen? Dann würde ich sagen, an der Uni bewerben. Ja. Kann ich widerlegen? Ja gut, ist nicht bei jedem so, würde ich aber, also ich für ja, meinen ja, Teil wäre damals nicht in der Lage gewesen, mich auch damit selbstständig zu machen. Mhm. Und dann würde ich sagen, mach die Uni, da lernst du auch was. Und die Zeit ist halt nicht verschenkt mit irgendwas anderem, bis du mal dafür reif genug bist, um das zu machen. Sondern du wirst halt schon besser in dem, was du machst. Hm. Also wer jung ist, sollte es auf jeden Fall machen. Sollte allerdings keiner zur Uni gehen, um zu hoffen, dass er mit dem Wisch, den er da kriegt, besonders viel Arbeit oder Aufträge kriegt, sondern das Portfolio entscheidet nachher auch nichts anderes. Ja, stimmt. Also ich habe noch keinen Kunden erlebt, der dich nach einem Zeugnis gefragt hat. Das ist ich habe, glaube ich, insgesamt 2 Kunden insgesamt in den letzten 10 Jahren gesagt, überhaupt, dass ich Kunst studiert habe, dass ich einen abgeschlossenen Abschluss habe. Weil interessiert einfach keinen. Also ich muss es dabei nicht erwähnen. Das ist denen wirklich völlig egal. Ja, ja. Die sehen ja, was du machst und dann fertig. Ja. Also, ich denke mal, zusammenfassend kann man sagen, also eine Kunstschule, wenn man eine aussuchen sollte und will, dann muss man schon sagen, okay, entweder repräsentiert das, was ich nachher mache, das, was die Schule mir gebracht hat, oder ich mache es für den Spaß einer Sache, weil gefragt wirst du nachher danach nicht. Und
Also wenn ich jetzt mal sage, hier, ich gehe zu der Feng Su Kunstschule nach Malaysia und das kostet mich halt jetzt dann, weiß ich nicht, was, 30.000 Euro, dann mach das. Aber dann hast du vielleicht eine gute Chance, im Bereich Konzeptart einen Job zu kriegen. Und man sieht es vielleicht auch am Stil, das ist einer der Riesenvorteile dabei, aber es kostet halt einen Haufen Geld. Und wenn einer der Faktoren keine Rolle spielt, dann ist es auch egal. Aber wenn der Stil wichtig ist oder wirklich, dass man sagen kann, wow, ich kann produzieren, das kommt raus und das ist das Ergebnis, dann ist es das schon wert. Ne? Wobei man sagen muss, die lernen echt unheimlich viel. Ne? Ja, natürlich. Kurzer Zeit. Die können, wenn die da anfangen, die können kaum Stift halten teilweise, ne? Und sind nach einem Jahr draußen und sind fit für die Industrie. Also das ist schon beeindruckend. Aber die haben auch ein Pensum, das ist nicht schön. Also Freizeit kennen die ein Jahr lang nicht. Da muss man sich drauf einstellen, das ist krass. Also, man lernt schon einiges, ja. Also Grundschule, ja, man kann was lernen. Muss man es haben? Ich denke nicht, aber ich denke tatsächlich, mit der Kunstschule geht es auch etwas schneller, das zu lernen, was man lernen möchte. Egal welche Kunstschule, kommt halt auf den Bereich, an dem man machen möchte. Aber ich denke, alles geht etwas schneller damit, die Ziele zu erreichen. Vielleicht kompensiert da ein bisschen auch, verdichtet im Zeitraum. Ja. Genau, aber natürlich kann man sich auch alles selbst beibringen. Wenn man halt die Motivation, und das ist egal, ob ich ein Studium wird sehr teuer, wenn ich die Motivation nicht habe, denn dann muss ich Studium bezahlen und da kommt nichts bei rum. Sogar wenn ich einen Abschluss kriege, bin ich damit dann noch lange nicht bereit, um damit arbeiten gehen zu können, weil man kann nicht gut genug werden ohne die richtige Motivation, egal ob man studiert und egal bei wem man studiert, spielt, glaube ich, keine Rolle. Wer nicht richtig motiviert ist, wird nichts werden. Was würdest du sagen, Marlene? Ja. Just do it. Nee, also bezüglich Studium kann ich jetzt ja nicht dafür viel dazu sagen, weil wenn ich jetzt sagen will, mach das, dann, naja, würde ich irgendwie ein bisschen lügen. Ja, ich weiß nicht, ich finde halt einfach, wenn man Bock drauf hat und wenn man das will, dann schafft man das. Man muss es halt wirklich wollen und dann bringt es halt nichts zu sagen. So, also das habe ich ja halt bei mir gemerkt, dann zu sagen, ey, ich mache noch ein bisschen was nebenbei. Also bei mir hat das nicht funktioniert. Ich glaube, selbst wenn ich was in die Richtung studiert hätte, hätte das nicht funktioniert, weil ich einfach viel zu sehr damit beschäftigt wären würde, mein eigenes Ziel nebenbei zu machen. Und ich meine, das geht jetzt in den letzten Jahren auch ziemlich gut voran, dieses Ziel. Und ich glaube, ein Studium hätte mich da nur ausgebremst tatsächlich. Aber ich keine Ahnung, ich meine, ich bin da auch immer ziemlich auf meinem eigenen Weg und was die anderen machen, ist mir dann so ein bisschen egal in dem Studium. Deswegen jeder seinen eigenen Weg, es funktioniert auch so und ja, vielleicht dann auch motivierend zu sagen, mach das, du musst nicht studieren, wenn du keinen Bock darauf hast, lass es, mach einfach das, was du willst, das, was du kannst, du musst es nur durchziehen. Da hilft wenn deine Eltern es erlauben. Ja, die Diskussion hatte ich natürlich dann auch. Aber meine Mama hat sich dran gewöhnt. jetzt ist sie total mit allem dabei, so, hey, ich mache mit allem mit. Aber wie gesagt, es nützt halt nichts, da halbherzig dabei zu sein. Und ich drehe mich gerade im Kreis und trage da einfach das Gleiche. Ich glaube, just do it. Entweder ganz oder gar nicht, mit vollem Herzen. Ja. Oder man lässt es halt sein. Ja, aber ich meine, man sieht es ja auch. Gerade bei sowas, da sieht man, dass Herzblut dahinter steckt. Ja. Also wenn du jetzt irgendwelchen Papierkram machst in deinem Job und dann sagst so, hey, ich bin da voll mit Herzblut bei diesem Papierkram dabei, dem Papierkram ist es egal. Der sieht genauso aus wie vorher. Aber auch da kann man Fehler machen. Ja, abgesehen davon, ja. Aber der sieht nicht schöner aus, dadurch, dass ich es gerne mache. Und ja. Gut. Also ich persönlich noch mal kurz. Bin ja relativ spät eingestiegen und nebenberuflich an der IBKK, also im Wochenendstudium habe ich gemacht, weil ich ja nebenbei noch arbeiten musste, um das zu bezahlen. Und ich muss sagen, am meisten habe ich wirklich daraus gezogen, dass man eine Community aufgebaut hat, dass man Kontakte geknüpft hat. Ich meine, klar, man hat auch gelernt, ne, verschiedene Techniken und so weiter und auch gelernt, auf Auftrag quasi Arbeiten anzufertigen. Aber für mich persönlich war am wichtigsten tatsächlich, dass man die Gemeinschaft, die Kontakte und dann daraufhin natürlich auch weiterkam nach dem Studium. Ne? Man hatte Ideen, was man weitermacht, Conventions und so weiter. Ne?
Also das hat mir am meisten gebracht und ich denke mal, ohne das wäre ich nicht hier. Also bei Weitem nicht. Ja. Von daher. Ja. So, dann danke ich euch vielmals. Wir sind, eine Stunde, 20 Minuten fast. Ja, ja. Oh. Muss aber schneiden. War aber ein spannendes Thema, also ja. Toll. Und nächstes Mal gibt es die Hardware, mal gucken. Genau. Jo, ich danke euch. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.